Irgendwo zwischen Feldern, Wäldern und Wiesen steht ein kleiner, unscheinbarer Stein. Ein kleiner Stein mit einer großen Bedeutung. Denn dieser Stein markiert den geografischen Mittelpunkt von Niedersachsen. Mit einem experimentellen Verfahren zur Schwerpunktbestimmung der Landesfläche wurde von den Kartografen des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung die geografische Mitte von Niedersachsen ermittelt. Demnach befindet sich der Mittelpunkt des norddeutschen Bundeslandes in der 23 Quadratkilometer großen Gemeinde Hoyerhagen. Doch die Gemeinde Hoyerhagen ist nicht nur etwas Besonderes, weil sie in der Mitte des niedersächsischen Herzlandes liegt, sondern auch, weil es sich um einen historischen Ort handelt, an dem seit mehr als 1000 Jahren gesiedelt wird und an dem die weiß geborenen Schimmel gezüchtet wurden, welche heute das Wappen von Hoyerhagen und dem Bundesland Niedersachsen zieren. Der sogenannte Memser Weiße diente dem königlichen Hof Hannover im 18. und 19. Jahrhundert als Paradepferd. Der Legende nach soll sogar Napoleon Bonaparte einst auf einem Memser Weiß geborenen geritten sein. Seit dem 23. Mai 2003 dient die geografische Mitte Niedersachsens als Anlaufpunkt für Touristen, Fahrradfahrer, Wanderer und Oldtimer-Treffen. Eine kleine Unterkunft bietet Schutz vor Regen und mehrere Sitzbänke ermöglichen einen komfortablen Aufenthalt auch für größere Reisegruppen. Jedes Frühjahr erklingt das Niedersachsenlied beim Hissen der Fahne, welche die Farben und Wappen von Niedersachsen und Hoyerhagen trägt. Ob groß oder klein, in der Gruppe oder allein, Sommer oder Winter. Gönnen Sie sich eine Pause auf der zentralsten Bank Niedersachsens, heißt es auf der Webseite der Grafschaft Hoya. Wenn Sie mehr über Niedersachsen erfahren möchten, dann abonnieren Sie Niedersachsen TV, um kein Video zu verpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Videobeschreibung.